Ich begrüße euch, Freunde, zu einer weiteren Folge von meinen Toplisten-Videos, und zwar dieses Mal zu den 10 besten Elementarfusionsmonstern. Und diese Topliste hier habe ich schon seit Ewigkeiten geplant. Das Ding ist halt nur, ich wusste nicht so ganz, wie ich es machen soll. Weil es gibt halt die Elementarfusionsmonster, es gibt die maskierten Helden, dann haben wir logischerweise die Visionshelden, wir haben die Kontrasthelden, wir haben die Neos-Helden, wir haben Neo-Spacian-Karten, wir haben meinetwegen noch die Extra-Helden, die halt Link-Monster sind, also keine Fusionen. Also es gibt so viele verschiedene Arten von Helden, dass halt die Frage ist, was ranke ich jetzt eigentlich? Also wo setze ich quasi die Grenze? Und ich habe vor 2 Jahren schon mal eine Topliste gemacht quasi zu guten Helden. Und die wurde komplett dominiert von allen maskierten Helden. Von daher haben wir die jetzt abgehandelt, ja? Wir lassen die heute mal wirklich alle raus. Beziehungsweise wir lassen sogar alles raus, was halt nicht wirklich Elementar halt auf sich draufstehen hat im Namen. Mit einer Ausnahme, und zwar die Karte Rainbow Neos. Warum mache ich das so? Ganz einfach. Die ganzen Neos-Fusionskarten haben alle Elementar halt im Namen. Von daher gehören die schon dazu. Aber Rainbow Neos aus irgendeinem Grund nicht. Deswegen würde ich sagen, machen wir da die Ausnahme. Die Karte kommt mit drauf auf die Liste. Die ist auch echt gut. Aber ansonsten haben wir wirklich nur Elementar-Monster drin, die keine maskierten Helden oder so sind und noch keine Visionshelden und so. Also wenn ihr noch Karten vorschlagen wollt quasi für die heutige Topliste, die ich vergessen habe oder so, dann bedenkt das bitte und schlagt mir keine Karten vor, die ich wirklich von vornherein rauslassen wollte. Okay, da würde ich sagen, starten wir jetzt direkt mal. Und es wird auf jeden Fall eine coole Topliste. Wir werden heute viele klassische Helden sehen, die sich gut gehalten haben. Und es gibt da wirklich ganz nette Karten, muss ich sagen. Und die nächste Topliste werde ich dann auch wieder am Ende des Videos ankündigen. Deswegen bleibt dran. Und da würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit dem 10. Platz. Und wir starten heute mit der Karte Escuridao. Und da muss man sagen, dieser Held hier klingt erstmal ziemlich schwach. Und zwar ist die Karte hier nur ein Beatstick mit 2,5, der sich minimal pushen kann um 100 Punkte für jeden Helden im Friedhof. Und das ist halt wirklich gar nichts, ne? Die Karte hier ist nur ein Beatstick ohne irgendwelche krassen Effekte. Und die kann auch nur fusionsbeschworen werden. Aber, Freunde, die wird halt wirklich so simpel gebaut, dass sie leider halt dann doch ziemlich häufig beschworen wird, ne? Weil die wird gebaut aus einem Heldenmonster und einem Finsternismonster. Das bedeutet, auch wenn die Karte quasi nichts vorzuweisen hat, kommt sie häufig aufs Board und wird echt gespielt in diversen Helden-Fun-Decks. Warum ist das so? Naja, man baut halt heutzutage gerne mal so 2, 3 Helden die Runde auf, die zusammen dann quasi für 8000 Schaden reinrennen, beziehungsweise das Board des Gegners brechen sollen. Und da ist es schön, einen Escuridao zu haben, der so leicht mit dazugebaut werden kann, einfach als Beatstick. Deswegen gibt es durchaus teilweise mal Beatsticks im Spiel, die eine gewisse Relevanz haben, und das ist hier immer wieder der Fall. Die Karte ist absolut nicht krank und noch nicht so gut wie die ganzen Helden, die krasse aktive Effekte haben, aber sie ist auch nicht scheiße, und deswegen würde ich sagen, ist der 10. Platz auf jeden Fall angemessen. Alle anderen Helden, die ich heute nicht ansprechen werde, sind aber nochmal deutlich irrelevanter, wie ich finde, auch wenn sie teilweise bessere Effekte haben. Es kommt halt nicht immer nur darauf an. Als nächstes kommen wir jetzt zu der Karte Gaia, und die ist halt einfach quasi, naja, Rebellion XC Dragon für die Fusionshelden. Und zwar wählt sie hier quasi einfach ein Monster aus, wenn sie beschworen wird, die ATK des Monsters werden halbiert und auf Gaia draufgerechnet. Das war's. Die Karte hier ist quasi auch nur ein Beatstick, aber sie kann halt Beatsticks des Gegners komplett outen. Und das kann halt eben der Escuridao nicht wirklich, weil der ist wirklich ein fester Beatstick, aber Gaia kann aktiv gegnerische Monster behindern, und das finde ich schon besser. Die Karte wird allerdings gebaut quasi aus Erdemonstern, und das war bis vor kurzem ein kleines Problem, weil es gibt halt nicht so viele gute Erdehelden. Aber Leute, wir haben jetzt die Karte Solid Soldier bekommen, und der ist unfassbar gut, weil der ist quasi so eine Art Goblin-Burg für die Helden, und der wird auch wirklich gespielt. Deswegen haben wir jetzt wirklich auch ein gutes Erde-Target für den Gaia, und jetzt kann er gut in Fun-Decks gespielt werden. Stabile Karte auf jeden Fall und etwas besser als Escuridao in meinen Augen, weil er macht schon ein bisschen mehr. Was ich allerdings noch besser finde, ist die Karte Nova Master. Woran liegt das? Ganz einfach, die Karte hier kann eine Karte ziehen, wenn sie erfolgreich Kämpfe gewinnt. Und die wird gebaut quasi aus einem Heldenmonster und einem Feuermonster. Und wir haben halt dort einfach richtig gute Targets, ne? Wir haben beispielsweise Ash Blossom, okay, darf man nicht vergessen, ist ein Feuermonster, wird oft gespielt. Aber noch viel besser ist die Karte Blazeman. Und der sucht einfach eine Poli, wenn er beschworen wird. Und der wird gespielt in fast jedem Elementar-Held-Fun-Deck, ja? Nicht in den ernst gemeinten Builds, keine Frage, also bei maskierten Helden und so würde man Blazeman nicht mehr spielen oder bei irgendwelchen Isolde-Decks, aber bei den Fun-Decks von den Elementar-Helden ist halt Blazeman immer dabei und Nova Master ebenfalls. Und da würde man jetzt sagen, okay, der Gaia aber auch. Aber der Gaia wird nicht gespielt ebenfalls in halt diesen ernst gemeinteren Decks, weil da einfach kein Platz für ihn ist. Und deswegen ist Nova Master halt, genauso wie der Gaia, nur in diesen Fun-Decks drin. Und dieser Draw hier, den finde ich ein bisschen relevanter, weil es halt ein sehr spezieller Effekt ist. Aber dieses Decreasen vom Gegner kann man halt auch anders haben. Und da kommen wir zu der nächsten Karte.
Und das ist halt der Great Tornado. Und die Karte wird gebaut einfach aus einem Windmonster, also aus Stratos, der mittlerweile wirklich in jedem Heldendeck gespielt wird. Das ist einfach ein No-Brainer, der muss gespielt werden. Und ja, die Karte hier halbiert die Werte von allen Monstern des Gegners. Das bedeutet, sie macht quasi genau das, was der Gaia machen möchte, in krasser, nur dass sie quasi selbst keinen Push bekommt, aber trotzdem ist der Effekt logischerweise deutlich spielstärker. Und deswegen hat Gaia Konkurrenz, aber Nova Master? Nö, nicht so wirklich, weil dieser Draw ist schon was Spezielles. Und so kommt es quasi, dass Great Tornado dafür sorgt, dass quasi halt der Gaia auf Platz 9 ist und Nova Master auf Platz 8. Aber Great Tornado ist auf jeden Fall krasser als halt Nova Master, weil die Karte kann einfach ganze Boards brechen und sie wird gebaut aus Stratos, den man sowieso immer spielt. Dementsprechend ist die Karte immer eine solide Option. Weil Boards brechen ist schön, die ganzen Werte halbieren ist solide und deswegen kann man die Karte jetzt nicht wirklich schlecht reden. Aber es gibt schon noch ein paar Helden, die ich besser finde, ehrlich gesagt. Und deswegen auch nur Platz 7, weil ganz ehrlich, es gibt schon heftigere Effekte, als nur die Werte zu halbieren. Als nächstes kommen wir jetzt zu der Karte Grand Neos. Und das ist die erste Neos-Fusion für heute. Und die Karte kann einfach ein Monster des Gegners auf die Hand zurückgeben. Das war's. Ein sehr simpler Effekt, der aber wirklich sehr effektiv ist, weil das hier ist ein Hard Removal, ne? Es trifft halt alle Monster, die nicht einfach so durch Kampf oder Karteneffekte zerstört werden können. Und das ist schon echt solide, muss ich sagen. Ich finde sowas besser, als random die Werte zu halbieren, weil ganz ehrlich, über Monster des Gegners drüber zu kommen mit Angriffspunkten, schaffen wahrscheinlich auch anders. Von daher ist man nicht immer auf Great Tornado angewiesen. Aber gezielt Monster zu bouncen, das braucht man eigentlich jedes Mal in fast jedem Duell. Von daher ist Grand Neos auf jeden Fall eine sehr stabile Karte. Klar, es gibt besseres, ja. Aber ich finde die Karte besser als diese ganzen Beatsticks, die wir gerade gesehen haben, die wirklich nur auf Werte eingehen bzw. Kämpfe gewinnen wollen. Da ist Grand Neos schon ein bisschen überlegen, wie ich finde. Doch einen noch deutlich besseren Removal hat logischerweise die Karte Rainbow Neos, weil die Karte hier bricht einfach Boards. Und ja, das war's quasi auch schon. Zudem hat die Karte 4-5 ATK und ist nicht immer so leicht beschwörbar, aber im richtigen Deck kriegt man das hin. Ich würde sagen, der Karte hier sollte man einen kleinen Ehrenplatz geben, weil es ist sehr schwer, die fair zu ranken. Die ganzen anderen Helden, die ich heute habe, sind quasi Optionen, die man im Laufe der Duelle ab und zu mal beschwört, ja? Um irgendwas zu removeln, um halt einfach einen Beatstick zu haben oder. Aber der Rainbow Neos ist quasi eine richtige Winning-Strategie, beziehungsweise, naja, ein sehr starkes Monster, was zig Karten vernichten kann. Klar, die Karte hier kommt nicht immer krass, keine Frage, aber ich finde die Karte einfach spielstärker als sowas wie den Grand Neos. Aber nicht so spielstark wie die wirklich guten Staples, die man auch wirklich in jedem Duell quasi mit jedem Helden-Fun-Deck beschwört. Und deswegen nur Platz 5. Ich glaube, das kann man schon nachvollziehen, weil jetzt kommen wirklich nur noch Karten, die man einfach jeden Tag sieht, gefühlt. Beispielsweise der Brave Neos, und wenn der quasi Kämpfe gewinnen sollte, dann darf man sich einfach so eine Spell oder Trap, die Helden erwähnt, vom Deck raussuchen. Und da kommen logischerweise viele gute Karten in Frage und der Brave Neos wird gebaut aus einem Level 4 oder niedriger Effektmonster und einem Elemental Neos, also unfassbar simpel, das ist fast schon geschenkt. Die Kosten hierfür sind so generisch, wie sie nur sein könnten, dementsprechend ja, wird man Brave Neos auf jeden Fall häufig bauen. Und deswegen halt Platz 4. Und dieser Sucheffekt ist halt auf jeden Fall nicht übel, ne? Also der kann sich schon sehen lassen, da wird man die meisten Heldenmonster konstant ranbekommen, solange man irgendwie Kämpfe gewinnt und die Karte hier hat 2,5, von daher ist es nicht gerade unrealistisch. Ich würde sagen, Brave Neos ist spielstärker letztlich als der Rainbow Neos, einfach weil er so leicht gebaut wird und immer irgendwie rauskommt, wenn man halt einen Neos spielt. Und das ist in vielen Fun-Deck-Versionen von Elementalhelden der Fall und wie gesagt, gerade die will ich heute bewerten. Auf dem Siegertreppchen allerdings ist die Karte The Shining und die finde ich nochmal ein bisschen besser. Das Ding ist halt, die Karte hier ist eigentlich nur ein Beatstick, mehr macht die Karte letztlich nicht, aber sie ist ein sehr guter Beatstick, die wird gebaut aus einem Lichtmonster und einem Heldenmonster, also ziemlich simpel. Und die Karte kann einfach so, wenn sie sterben sollte, zwei gebannischte Helden recyceln. Also all ihre Kosten letztlich. Das ist schon sehr, sehr gut, wenn ein Heldenmonster sich einfach immer bezahlt macht, wenn es sterben sollte. Und deswegen auf jeden Fall Platz 3. Ich finde das deutlich überzeugender als Brave Neos, der quasi wirklich aus einem, naja, Elemental Neos gebaut wird, was nicht so toll ist letztlich. Und er muss Kämpfe gewinnen, um Plus zu gehen. Aber The Shining muss dafür nur sterben. Und ich glaube, das ist noch realistischer. Von daher, für mich der faire Platz 3. Eine weitere Karte, die allerdings gerne mal stirbt, ist die Karte Absoluter Nullpunkt, bzw. Absolute Zero. Und die wird gebaut quasi aus einem Heldenmonster und einem Wassermonster, also Bubbleman wahrscheinlich. Und wenn die sterben sollte, schießt sie quasi alle Monster des Gegners. Und das ist einfach brutal.
Es ist halt einfach quasi ein sauleicht baubares Raigeki für den Gegner und der Gegner kann dagegen einfach nichts machen. Wenn er die Karte töten sollte, triggert sie sich. Wenn ihr mit der Karte hier in gegnerische Monster reinrennt, triggert sie sich auch. Also quasi, wenn man möchte. Und das macht die Karte so spielstark. Und ihr kommt halt wirklich auch in maskierten Heldendecks immer wieder vor. Weil man kann quasi aus ihr letztlich ein Asset machen, einen maskierten Helden-Asset. Und der schießt, wenn er beschworen wird, die gesamte Backdoor des Gegners. Wenn also quasi der Absolute Zero weggeht für den Asset, wird das gesamte Board des Gegners gecrushed, weil der Zero gestorben ist und ja, der Asset sich triggert. Das ist schon ziemlich heftig, muss ich sagen, also sehr spielstark. Und deswegen wird die Karte sogar gespielt halt in den guten Heldendecks. Aber selbst in den Fun-Decks ist Zero auch immer mit dabei. Deswegen auf jeden Fall hier mit Abstand Platz 2. Also das war, denke ich, außer Diskussion. Aber der erste Platz heute ist was sehr, sehr Spezielles. Also seid gespannt, die Karte kennt ihr vielleicht noch nicht mal. Und das ist halt die Karte Nebula Neos. Und da muss ich quasi nur einen Satz vorlesen, und zwar folgenden. Wenn diese Karte spezial beschworen wird vom Extra-Deck, ziehe Karten in Höhe der Karten, die den Gegner derzeit kontrolliert. BTF. Das ist einfach nur krank. Wenn die Karte beschworen wird und der Gegner hat 7 Karten draußen, zieht ihr 7 Karten. Das ist halt einfach ein Effekt, der ist mit nichts vergleichbar im gesamten Spiel gefühlt. Das ist so unfassbar spielstark und so heftiger Next-Level-Shit, dass ich mich frage, warum ich die Karte erst jetzt kennengelernt habe, als ich mir für dieses Video hier alle Helden durchgelesen habe. Ich wusste gar nicht, dass der so krass ist, aber der zieht wirklich teilweise 7 bis 8 Karten oder so. Das ist krank. Der kann auch mal 10 Karten ziehen, je nachdem, ne? Also natürlich wird er dann logischerweise nicht durchkommen, höchstwahrscheinlich, aber wenn er vielleicht so 4-5 Karten hat, wo kein Negate dabei ist, zieht er immer noch 5 Karten. Das ist einfach heftig. Also ich muss sagen, die restlichen Effekte von der Karte hier sind jetzt nicht so heftig. Sie können eine Karte auf dem Board negieren, was solide ist. Und wenn sie sterben sollte, naja, removet sie das Board und zwar so richtig. Aber gerade dieser Draw-Effekt ist einfach so krass, dass ich diese Karte hier auf Platz 1 setzen muss. Weil es gibt einfach bei den Helden nichts Vergleichbares. Nicht mal bei den maskierten Helden. Wenn der Effekt durchkommt, habt ihr sowas von gewonnen. Das ist krass. Und da ich auch die Spielstärke neben der Generischkeit für die Topliste hier mit einfließen lasse, muss ich die Karte einfach auf Platz 1 setzen, weil die Spielstärke ist hier einfach sowas von over the top, das ist fast schon rekordverdächtig. Aber wie gesagt, die Karte hier ist halt nicht gerade günstig und auch eine Neos-Karte. Das war's aber auch schon mit der heutigen Topliste. Ihr wisst Bescheid, schreibt mir gerne eure Meinung zu den Karten, die ich heute genannt habe, in die Kommentare, so wie immer. Und da würde ich sagen, jetzt beim nächsten Mal weiter mit der nächsten Topliste, die ich jetzt ankündigen werde. Und zwar wird die sich drehen um die 10 besten Chaos-Monster. Und da kommen auf jeden Fall sehr, sehr viele klassische Karten in Frage. Ich freue mich schon sehr darauf. Schlagt mir gerne Karten vor, aber es sind halt so Karten gemeint wie beispielsweise Chaos Emperor Dragon, Chaos Sorcerer oder BLS oder meinetwegen halt diese Call-Up-Schlange und der Lichtwurmstrahl, also diese ganzen Karten, die man quasi aus diesem Chaos-Archetype kennt. Es ist ja kein richtiger Archetype, aber ich denke mal, ihr könnt euch die Grenzen dieser Topliste vorstellen. Also Vorschläge sind gerne gesehen. Und da würde ich sagen, geht es damit beim nächsten Mal weiter. Und schaut auch gerne mal vorbei bei meinem Sponsor Lotte Cards und bei meinem Replay-Kanal. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor und rechts daneben sind noch 2 Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.